Hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen internen Clan-Match von Team Optimal Improvement. Wir haben hier einmal Chris J.E.E.E., den Protoss, und Ava, den Terraner. So, dann geht's jetzt mal los. Übrigens, ich bin der OI Platt. Ich fange jetzt an zu streamen, das ist jetzt mein erstes Mal und ich werde jetzt öfters mal die Clan-Wars casten und das alles. Gut. Wie gesagt, das ist mein erster Stream, mein erster Cast. Ja gut. Schaut aus. Standard Opening. Hoffe ich mal auf ein längeres Spiel, damit ich ein bisschen mehr zu erzählen habe. Gut, dann wollen wir einfach mal. So, Protoss geht bei 9 Schuss schon scouten. Vielleicht will er einen Proxy spielen. Man weiß es ja nicht. Ich hoffe, man versteht mich gut. Und ja, weil ich habe ein neues Headset und das Mikro nimmt nicht unbedingt laut auf. Protoss scoutet die Kaserne. Und sieht, dass das erste Gas gebaut wird. Ich meine, es gibt jetzt dazu noch nicht unbedingt viel zu erzählen, außer dass unser Terraner jetzt einen Reaper baut, beziehungsweise einen Rächer, und versucht da ein bisschen damit zu stressen. Nebenbei will er auch die Echse setzen, sieht man an den Heralien. Kannst ja auch im Chat verfolgen, was sie da für Scheiße schreiben. Und was unser Protoss da veranstaltet, weiß ich auch nicht genau. Aber es schaut auch so aus, als ob er eine Exe setzen will. Bunker vor der Natural, normal. Der Tech ist nicht fertig. Wie es aussieht, hat unser Protoss den Reaper unten weggesehen. Also der Reaper hat noch ganz genau gesehen, dass er wirklich die Echse gebaut hat und es kein Proxy war. Steht da unten immer noch rum. Schaut unten die Karte ab auf eventuelle Pilots. Ja,
Ravenclaw-Core ist auch schon da. Also unser Protoss ist jetzt ziemlich sicher gegen die Reaper, aber es schaut nicht so aus, als ob der nochmal einen Reaper-Push machen würde. Aber es kommt gleich ein Hellion-Drop. Schauen, ob er ihn sieht. Zwei Gas an der Ecke. Heilung. Hat jetzt auch schon 5 Gates da. Erforscht. Sturmangriff. Charge. Und mir fallen die englischen Wörter nicht immer unbedingt ein. So, ich versuche jetzt mit dem Mafia Shop Core ein bisschen zu stressen. Hoffe ich mal, ich will ein bisschen Action sehen, dann ist es langweilig. So, da oben jetzt der Drop. Mal gucken, was er damit jetzt macht. Ja, Chris J. hat's gesagt. Kommt auch gleich das Auto da. Und dann die Natural. Lässt sie auch gleich da und baut oben kräftig Worker nach. Charge ist jetzt so gut wie fertig. Unser Terraner läuft auch schon das erste Upgrade an. Zwei Fabriken geerdet, das habe ich zu spät gesehen. Bin auch noch ein bisschen erkältet. Da oben kommt nochmal ein Drop. Schauen, ob er jetzt laufen kann. Man weiß ja nie so viel. Ich hab den Reaper ein bisschen, lenkt gut ab. Der Terra hat jetzt auch schon wieder da stehen. Da unten gleich zwei Gas. Der Drop. Der Terraner hat schon 26 Arbeiter getötet. Es ist ziemlich viel. Das ist echt krass. Also ekotechnisch ist unser Terraner natürlich völlig. Merkt man schon, was das Harassment mit den paar Drops und den Reapern macht. Der fährt nochmal zurück. Jetzt hat er den.
Waffe ist. Ich glaube, das Waffe-Schub-Core war jetzt wirklich geplant. Ja, das würde verlieren. Zack, das ist weg. Der Rana baut gleich zwei Command Center nach. Damit er ja ego-technisch vorne ist, aber der Push von Protoss hat jetzt gut was ausgemacht. Ghost Academy steht auch schon da. Fühlt sich auch richtig blöd an, wenn man ganz damit sich selber redet und ganz genau weiß, dass keiner zuhört. Das ist echt krass, aber naja, was soll's. Das Castle wird auch. Zwei Upgrade. Auch ein gutes Level. Zwei Command Centers sind fertig. Müssen eigentlich auch beide gleich upgraded werden. Und das wollen beide Siege Tanks im Hit jetzt. Kommt noch mal ein kleiner Drop. Aber wird nicht besonders viel ausrichten können, weil von Chris J. die ganze Abend läuft das erste nach unten. Weg mit seinem Medi weg. Hat auch wieder Marfa-Schiff über nachgebaut. Der Terraner unten baut kräftig schön weiter Panzer. Sind zu viel Worker an der Main. Naja. Egal. Dadurch kann es sich nicht mehr erlauben. 75 zu 52 Arbeiter, das ist echt krass. Ah, Mob Prisma. Auch mal zu droppen, das wird wahrscheinlich Schaden machen, weil ich habe noch keinen Raketenturm gesehen. Und ja, scoutet auch mit seinem Observer, ob irgendwo was rumsteht, das gut Schaden machen könnte. Und sieht natürlich auch den ganzen Tech vom Terraner. Level 3 Upgrade. Läuft jetzt auch an. Ich meine, das will er auch unbedingt anders machen. Ich möchte ja mal. Das ist ja das Punkt noch aus. Terraner hat ziemlich gut Overmins. Könnte eigentlich mal anfangen, ein bisschen zu drücken oder einfach irgendwas machen. Ich meine, er hat 75 Workers, nimmt auch ganz schön gut was vom Supply weg. Doppelkolosse sieht man auch nicht mehr unbedingt so häufig jetzt in Heart of the Swarm. Upgrades laufen jetzt erst an, nach gut 20 Minuten. Ja, Chrono Boost 2. Er könnte eigentlich boosten. Scan vom Terraner. Und unser Toss nimmt jetzt auch die vierte. Kennt auch richtig schön die Front, damit er nicht weiß, was er tun muss.
dass wir auch immer besonders viel machen können. Pump unten auch schön Einheiten weiter. Nein, was würden wir auch unbedingt gegen diese Tanks dann noch machen? Die machen so richtig krass Schaden. Ich habe keine Ahnung, wie wir den Namen aufführen. Ja gut, das war mein erstes gecastetes Live-Spiel. Natürlich nicht live gestreamt, sondern bloß gecastet. Und ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen was dazu sagen. Und ja gut, dann würde ich mal sagen, bis dann. Und so, euer Platt.